entfernt, drohen Talematros zu überrennen. Die Evakuierung ist stark gefährdet. Wir brauchen dringend eure Hilfe, Hierarch. Okay, also wir sehen es. Warp-Verbindung aktiv, Zerg-Verseuchung geortet, empfangene Übertragung und neue Einheit verfügbar. Der Dark Templar, ab geht's auf den Planeten. Bin mal gespannt, ob das so eine Mission ist, wo wir gegen die Zeit spielen müssen. Schließen Sie die Bonusziele ab, dadurch können Sie die Speer des Adun besser auf zukünftige Schlachten vorbereiten. Krass, haben wir noch eine Raumschiffschlacht vor uns? Gucken wir mal. Amons Zergboten haben sich über ganz Shakuras ausgebreitet. Nur der südwestliche Quadrant von Talematros ist noch in unserer Hand. Und auch er wird nicht mehr lange standhalten. Wir müssen unser Volk in Sicherheit bringen. Doch die Starthangars sind von Verseuchung überzogen. Wir müssen Bodeneinheiten losschicken, um sie zu säubern. Sobald die Hangars gesäubert sind, können unsere Schiffe über die planetare Warp-Verbindung sicher entkommen. Die Starthangars werden gesäubert. Euer Volk wird überleben, Matriarchen. Das schwöre ich. Und wir geben alles, damit das dann klappt. Gleich erstmal hier Gruppierung schaffen, die Dark Templar nehmen und gar keine großartige Zeit verlieren. In dieser Schlacht werdet ihr die Hilfe meiner dunklen Templer benötigen. Sie können unerkannt aus den Schatten zuschlagen. Ja, das sehen wir hier schon. So, das können wir morphen, das können wir auch morphen. So, die Dark Templar sollen hier mal ruhig weiterschnitzeln und gar nicht stehen bleiben. Gerade gegen die popligen Zerglinge können die gleich mal hier Action schieben. Was ist da weiß? Ah, da liegen Minerals auf der Map rum. Die sammeln wir natürlich auch gerne ein. Halt. Was ist jetzt los? Ich bin die Klinge der Neras. Artanis, ich registriere einen sich öffnenden Dimensionsspalt in der Nähe eurer Position. Ein leeren Moloch. Bei den Göttern, er greift die Warp-Verbindung an. Karax, sind die Waffensysteme der Speer des Adun funktionsfähig? Der Orbitalschlag ist einsatzbereit. Beginnen mit der Zielerfassung. Bam! In der your face! Ist geschwächt. Krieger, versetzt ihm den Todesstoß! Ja, dann auf geht's. Ach cool, krass, der ist genau da, wo wir gerade rausgekommen sind. Na dann mal los, dann zerhacken wir den jetzt schnell. Hierarch, Orbitalschläge können jetzt über die Kommandokonsole an Bord der Speer des Adun eingeleitet werden. Schneller, zerhacken! Ich glaube, aus diesen lilanen Dingern gehen wir mal raus. So, und da ist er weg. Der Moloch wurde vernichtet. Doch all das wird umsonst sein, wenn wir die Starthangars nicht rechtzeitig von der Verseuchung befreien. Ja, wir sind schon dabei. Ich bin die Klinge. So, hier gibt es weitere Ressourcen. Diese Gewölbe beherbergen die Energiereserven der Stadt. Wenn ihr sie einnehmt, kann euch das in eurem weiteren Kampf von Nutzen sein. Erstmal hier den ganzen Schleim weghauen. So, das sollen wir hier einnehmen, ja? In der Tat. Der Abschluss von Bonuszielen hilft mir dabei, die Energieversorgung der Speer des Adun zu verbessern. Ah. In der Stadt gibt es noch zwei weitere Gewölbe. Okay, also die Gewölbe helfen dabei, dass wir hier schneller an die Energie hier oben bekommen, da wo jetzt gerade 108 steht. Aber wir brauchen natürlich auch Gas. Und weitere Pylonen, natürlich auch. Oh, warum steht denn hier so wenige nur? Das ist ja Grütze. Jetzt müssen wir erstmal Pylonen pumpen, wie bescheuert, oder was? Und das so vollkommen ohne Minerals. Na, das wird ja ein Spaß. Gut, weiter geht's. Hier steht schon die nächste Roach. Nächste Kakerlake. Oder auch Schabe. So, die ist weg. Oh ja, hier kommt ein bisschen was. Die Zerg bewegen sich auf unseren Nexuspunkt zu. Ach, ist das so? Bereitet euch auf ihren Angriff vor. Oh, Achtung, da kommt irgendwas, was uns aufdecken könnte. Die Zerg haben in diesem Bereich ihre Stellungen verstärkt. Ein Orbitalschlag könnte uns helfen, ihre Verteidigung zu durchbrechen. So, jetzt geht er wieder weg. Sehr gut.
Basis wird angegriffen. Nicht so schön. So, wie kommen wir denn jetzt hier weiter? Oh nein. Die Sporenkrabbler und Overseer voraus können eure dunklen Templer aufdecken. Ja, das sehe ich schon. Aber das Problem ist, ich kann da im Moment irgendwie gar nichts gegen machen. Ich brauche erstmal Minerals, ey. Und dann brauche ich erstmal noch Warp-Knoten, damit wir hier Einheiten pumpen können. Was ist das denn, ey? Das ist ja hier Starcraft für Arme oder was? Also das gefällt mir gar nicht. Wir sind hier massiv schon von Beginn an unter Druck. So. Ab 3 Stück ins Gas. Und dann noch wieder los. Ich bin die Klinge der Minerals. Gucken, ob wir hier irgendwo noch ein bisschen Minerals finden oder so. Ah, hier ist schon wieder Kriecher. Im Namen der Lehre. Oh, da. Oh nein, den müssen wir ganz schnell wegmachen hier. Nein, schnell, bevor er eingegraben ist. Schneller. Ja, sehr gut. Ein zweiter Moloch. Die Warp-Verbindung wird angegriffen. Oh Gott, noch einer? Ernsthaft? Okay. Was machen wir da jetzt? Ja, was machen wir? Wir schießen erstmal auf den hier mit unserem Superwaffe. Obwohl, warte mal, das ist einer von... Der ist nicht mal tot gegangen, ey. Was ein Bullshit hier. So, aber die drei sind fertig. Dann pumpen wir doch gleich mal noch ein paar... Nee, Pylonen kann ich auch bauen, ey. So, hier ist alles zerhackt. Und dann würde ich sagen, geht's hier hin für euch, Freunde. Und ihr kriegt noch ein bisschen Support. Oh, schnell, bevor der eingegraben ist. Sehr schön. Ist hier noch irgendwas, was rumfliegt? Nee, dann zacken wir erstmal den, glaube ich, weil der zerstört hier rechts oben unsere Warp-Verbindung, was ziemlich assi ist. Was kommt hier raus? So, komm. Zacken. Sehr gut. Der Moloch wurde vernichtet. Das ist weg, dann können wir jetzt hier in aller Ruhe weiterschnetzeln. Um die Starthangars zu säubern. Ja, erstmal bauen wir jetzt hier noch ein paar Pylonen hin. Damit wir auch gleich noch Einheiten nachziehen können. Da können wir gerade gar nichts machen. Das können wir noch zerstören. Hier ist so eine Starteinheit anscheinend. So, dann hätte ich, glaube ich, gerne mal ein paar Stalker. Matriarchin Vorazun. Oh, oh, da kommt schon wieder irgendwas hier. Der erste Starthanger wurde gesäubert. Fahrt mit der Evakuierung fort. Stimme der Finsternis. So, kommt mal hier hinter. Das ist euer Beginn. Nimmt mal jetzt einzeln hier zurück. Wo sind denn die Templer, Mann? Okay, hat geklappt. Ach, da kommen sie jetzt auch endlich. So, nicht genug Mineralien ist halt auch nicht gut, aber wir haben ja maximal Anzahl an Arbeitern und allen drin. Dann, geht's weiter. Hier waren wir gerade. Hier ist nämlich noch ein bisschen Kriecher. So, kaputt, sehr gut. Und dann würde ich sagen, schnappen wir uns hier mal die Base und zerlegen die. Ja, schade, die können wir nicht steuern, leider. So, weiter geht's. Aufgepasst, da ist irgendwo ein Overlord oder so. Ein weiterer leerer Moloch ist aufgetaucht. Ihr wisst, was getan werden muss.
den hier mal kaputt machen. Ey, das kann ja nicht sein, dass der Typ hier die ganze Zeit rumfliegt und die ganzen Investitionen jetzt kaputt macht. Was ist eure Agenda? So, okay, das sieht schon besser aus. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Ich bin hier, gib mir Schatten. So, nein, falsches Ziel. Hier müssen wir hinschießen. Können wir einfach alle 5 auf den drauf machen? Ach, Kacke, das reicht ja nicht mal, um den tot zu machen. Hier kommt, zack, geh mal schnell. Okay. Sieht gar nicht so schlecht aus, aber wir haben immer noch diesen beschissenen Moloch da oben, ey. Oh, und da kommen schon die nächsten Zerglinge. Und zwar nicht weniger. Und dann kommen auch noch Hydras dazu, klar. Jens kommt dann doppelt dick. So, aber hier haben wir jetzt zumindest schon mal. Wir können schon wieder schießen, halt. Ziel anvisieren. Wo ist das? Schießen. Alle 5 wieder drauf. Boah, der geht immer noch echt kack ab hier, ey. So. Was ist euer Weg? So, hier geht's weiter. Ich glaube, wir bräuchten mal ein paar von unseren Bersen. Kann das sein? Können wir hier nicht irgendwo? Hier, zack. Pylonen hin. Und dann ran da. Los, 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 los. Alles zerhacken. Zerstören das Viech hier. Jawohl. Das sollte der Warp-Verbindung etwas mehr Zeit verschaffen. So, das sieht doch jetzt schon mal gar nicht so schlecht aus. Ja, das macht doch kaputt den Scheiß. Macht den Scheiß, das war alles. Mehr ist da gar nicht mehr. Na supi. Wo sind meine Kasernen? Wieso habe ich nur noch 2? Nee, ich habe die noch nicht kopiert gehabt, okay. Ein paar neue Stalker. Okay, was haben wir hier? Neue. Dann machen wir das nochmal frei. Oh, jetzt kommt ja nicht der nächste, oder? Wir haben einen zweiten Starthangar gesichert. Hervorragend. Die Hälfte der Hangars stehen für die Evakuierung bereit. Oh, super. Armon schickt einen weiteren leeren Moloch. Tötet ihn, bevor er die Verbindung zerstört. Die sind ja dabei. Ich würde ja gerne schneller, aber... da steht schon wieder so ein Overdings. Das heißt, wir müssen hier einmal runter. 2, 1 haben wir. Ja, wir brauchen Bersis, ey. Wir brauchen einfach mehr Warp Gates. Zehn Stück, vielleicht reicht das. So, dann können wir vielleicht hier mal hinfahren. Was? Hm. Ist sie durchgekommen? Sie ist durchgekommen. Ja, okay. So, STRG 9, da haben wir unsere. So, ein paar Bersen. Natürlich keine Minerals. So, dann müssen wir jetzt uns aber beeilen. Halt. Ziel wieder anwählen hier. Dann müssen wir, ja, hilft alles nichts, wir müssen jetzt hier hoch. Wir befinden uns mit Ars in
Von was sind die da jetzt betroffen? Bewegungsgeschwindigkeit verringert. Na gut, das ist egal. Wir müssen den jetzt vernichten. Schnell, schnell, schnell. Könnt ihr den mal zacken, Freunde? Und könnt ihr da rausgehen? Oh, Alter. Also, okay, der ist zumindest weg. Ein weiterer Moloch wurde besiegt. Wie viele solcher Monstrositäten will uns Amon noch senden? Ja, das frage ich mich jetzt aber auch. So, ihr drei geht erstmal hier zurück in die Basis. Alter, da ist noch einer, der unsichtbar auftaucht. Das ist doch ein Scheißwitz, oder? 3400, immerhin gerade kein Moloch aktiv. Das ist ja schon mal etwas. So, wo sind denn jetzt hier diese Gates, von denen die sprachen? Haben wir doch gesagt, sind hier irgendwo, womit wir die Energieversorgung verbessern können. Startrampe, Startrampe. Super. Ist hier hinten vielleicht irgendwas? Weil hier gibt es schon wieder Kriecher. Faszinierend. Ich bin die Klinge der Nerasi. Na gut, okay. Gehen wir erstmal hier mit hin. Da kommt der nächste. Na klar. Artanis, ich habe einen neuen leeren Moloch entdeckt. Er befindet sich direkt im Zentrum der Stadt. Ich bin hier in den Schatten. Ach, hier gibt es nur ein Gas oder wie. Okay. Dann bauen wir hier noch ein paar Kanonen hin, sodass da nicht unbedingt gleich jemand durchkommt. Weil ich gehe mal davon aus, dass wir hier nicht mehr so unendlich Mineral. Doch, wir haben noch recht viele Minerals. Dann können wir eigentlich auch gleich hochpumpen. So, 2, 1, wo sind hier? Ach, keine Minerals mehr. Ach komm, Kinders, ernsthaft. Mein Leben für Ayur. Okay, dann schießen wir einfach erstmal drauf hier. Wie viel hat denn das Ding noch? Die Hälfte knapp. Das ist natürlich nicht besonders viel. Die Beschädigung der Warp-Verbindung beträgt 50%. Ja, sehe ich selber. Ihr müsst euch so bald wie möglich um diesen leeren Moloch kümmern. Das sehe ich selber, Freunde. Das Problem ist, wir haben halt leider keine Minerals. Das ist echt scheiße hier. Ohne Minerals ist das eine ziemlich hoffnungslose Geschichte. Ah, hier ist noch so ein Ding. Komm, dann könnten wir da jetzt eigentlich hochgehen. Das ist euer Begehr. Hier ist es doch, sehr gut. Dann machen wir das doch da oben und ich sehe gerade, dass die Hälfte der Dings hier fertig sind. Dann können wir die auch da hoch transferieren. Das ist so ein klassischer Shift, den man halt macht, damit man halt gleich an zwei Basen arbeiten kann. Mit den Drohnen. Ihr seht jetzt hier sind praktisch 15 aktiv und hier auch 15. Das sind insgesamt dann natürlich 30. Auf einer Basis bringen die nicht so viel, auf zwei Basen bringen die natürlich ein bisschen was. So, den machen wir schnell weg, den machen wir auch schnell weg hier. Damit die unsichtbaren Einheiten geschützt sind. So. So, wir ziehen direkt schon mal wieder auf den hier. Das haben wir befreit. Das auch. Dann gehen wir jetzt hier einfach gleich hoch. Komm, was soll der Scheiß? Wir müssen jetzt ein bisschen Fakten schaffen. Ja. So, hier pumpen wir noch ein paar. Hier pumpen wir noch ein paar. Nicht genügend Mineralien. Ich bin der Kampfesruhm wird unser sein. Oh, Kacke. Ja, die schmetzeln sich hier ganz gut durch. Gerechtigkeit wird herrschen.
So. Dann weiter, nochmal drauf schießen hier auf den Fettsack. Und immer schön fleißig weiter pumpen. Drei Stück ziehen wir gleich mal ins Gas ab. Hier sind noch für vier Leute Platz. Der Kampfesruhm wird unser sein. So. Und dann hätte ich gerne einmal 75 Energie, aber die kriege ich wahrscheinlich hier nicht so schnell hin. Also. Oh, jetzt sind die Pylonen alle. Ich werde bescheuert. Also ist ja hier immer irgendwas. So, los, 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 los. Wir haben keine Zeit hier. Schöner Mix an Einheiten. Die Beschädigung der Warp-Verbindung erreicht bald einen kritischen Wert. Ja, ja, ich sehe es. Ihr müsst den Moloch aufhalten, sonst ist alles verloren. Na dann los, schieß nochmal drauf. Ja, er geht aber auch nicht kaputt, ne? Das ist so bitter. Wir konnten die Verseuchung entfernen. Es fehlt nur noch ein Hangar. So, und das ist der Hangar hier oben. Das heißt, wir müssen jetzt eh dahin. Ich ziehe mal schnell eine Drohne hier mit hin. Wir müssen uns echt beeilen hier. So, oh nein, oh nein, oh nein. Da sind die ganzen Zerglinge an uns vorbeigelaufen, aber wir haben hier jetzt gerade. Die letzten Solarit-Reserven werden gerade geborgen. Die Energie. Bis zur Rückkehr unserer Truppen werde ich den Solarkern modifiziert haben, Irach. So, gegen die Zerglinge sollten die auf jeden Fall ausreichen. Und jetzt müssen wir hier hoch, Alter. Wie kommen wir denn jetzt hier hin? Los, 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 los. Basis wird angegriffen. So, wir müssen. Oh, 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 600, Alter. Wir müssen hier schießen, schießen, schießen. Ey, das reicht nicht mehr. Der dreht ja vollkommen durch. Der dreht ja komplett durch hier. So. Nein! Komm, ran da, Alter, ran da, ran da, ran da, ran da, wir müssen das Ding zerstören. Schießt auf das Ding! Die Warp-Verbindung steht kurz vor ihrer Zerstörung. Beeilt euch! Tötet den Moloch! Ihr habt tapfer gekämpft, meine Krieger. Die Templer nehmen es jederzeit mit den Kreaturen Amons auf. So, nochmal ganz, 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 ganz klitzekleine Gnadenfrist hier erkauft. Aber wir haben das Problem, wir müssen viel näher ran. Ey, die Laufwege sind da viel zu lang. Bis hierhin sind wir rangekommen. Das heißt, hier müssen wir hin. Wenn wir überhaupt noch eine Chance haben wollen. Mein Leben für Ajur! Ding fertig ist, damit wir gleich ranporten können. Wir sind die Klingen heim. Ich bin die Stimme. Ich bin hier in den Schatten. Ich bin hier in den Schatten. So, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Wir haben keine Zeit. Das Ding ist fast zerstört. Im Namen der Rache. So, neun. Neue Templer ran. Wir
befinden uns in den Schatten. Ich komme aus den Schatten. In den Schatten. So. Das, ich glaube, wir haben Glück, es kommt einfach kein Großer mehr. Alter, Vater, knappe Kiste, 560 Hitpoints, also es hat gerade so gelangt. So, wir haben alle drei befreit, es kommt keiner mehr. Da ist nichts mehr Rotes, doch, da ist auch noch was Rotes hier. Was ist denn hier noch los? Zergbasis hier. Ja komm, ey, dann jetzt wollen wir aber auch richtig Rache haben hier, ey. Wenn wir schon loslegen, dann zerlegen wir hier jetzt wenigstens auch alles. Knappe Kiste, aber es scheint so, als ob wir es geschafft haben. Wir zerlegen hier bereits. Wir zerlegen jetzt hier bereits die Zerg-Basis und können dann gleich ganz entspannt. Genau. Das letzte Missionsziel beseitigen. Also, da waren wir echt auf Messers Kante, haben wir da getanzt. 560 von 6000 Hitpoints, weniger als 10%. Aber wir haben gewonnen. Alle Startanlagen sind wieder unter unserer Kontrolle. Materialchen, wir können nun die Evakuierung abschließen. Ihr habt mein Volk gerettet, Artanis. Das werden wir euch nie vergessen. Knappes Kistchen, 29:37, knappe halbe Stunde. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem euren Spaß beim Zuschauen und dass wir uns in Mission Nummer 5 wiedersehen. Ich muss mir jetzt erstmal die Schweißperlen von der Stirn tupfen und ich hoffe, wenn ihr Lust habt, dass wir uns wiedersehen. Ihr könnt gerne mich besuchen kommen auf der Homepage www.abobambule.tv. Gebt mir ein Abo, gebt mir Kommentare oder auch gerne Kritik über die Kommentarfunktion. Ihr könnt mir gerne auch eine Mail schreiben. All das und viel mehr ist mittlerweile möglich, sowohl auf der Homepage als auch natürlich hier auf dem großen YouTube-Kanal. Ihr könnt mich auch gerne in Facebook adden, einfach mal vorbeischauen, auch da abobambule.tv. Die ganzen Kontaktdaten findet ihr auf der Homepage. Und ja, wenn ihr mögt, sehen wir uns in Mission 5 wieder. Bis dahin sage ich ciao, ciao.